Zwiebeln im eigenen Garten. Von der Steckzwiebel, Winterheckenzwiebel, Etagenzwiebel. Tipps und Tricks vom Gartenpapa in diesem Video. Viel Spaß. Los geht's. Zweimal im Jahr kann man Zwiebeln stecken. Im Herbst habe ich das letztes Jahr schon getan. In dem hinteren Teil des Beets sind Wintersteckzwiebeln und jetzt kommen Frühsteckzwiebeln, Frühjahrssteckzwiebeln, die jetzt im März in die Beete kommen. Bei den Herbstzwiebeln ist die Ernte nachher im Mai, Juni schon fällig. Bei den Frühjahrszwiebeln dann eher Juli, August, September. Und somit habe ich eigentlich den ganzen Sommer über Zwiebeln zum Ernten und für den Verzehr. Die sollen, wie gesagt, hier in dieses Beet. Ich hatte im Herbst hier auch Feldsalat ausgesät. Leider ist der nicht so gewachsen, wie ich wollte. Das wird jetzt einmal untergegraben. Der Feldsalat ist dann Biomasse-Dünger. Und dann kommen die Zwiebeln hier rein. Schnell mal umgraben. Zack, zack. Beim Umgraben muss man gar nicht tiefgründig gehen, weil dann holt man die ganzen Mikroorganismen hoch und jetzt im März, das ist nicht gut. Ebenerdig so ein bisschen umgraben, das ist immer perfekt, da passiert nichts. So. Schnell nochmal alles gerade hacken. Die großen Klumpen zerhacken. So, zum Stecken der Zwiebeln. Ich mache das so, es gibt ja auch diverse Werkzeuge, kannst du deine Löcher pieksen, der Finger tut es genauso oder ein Stück Holz, das ist relativ egal. Wichtig ist nur, dass du mit dem Gerät nicht den Boden extremst verdichtest, denn entsteht Staunässe und Staunässe mögen die Zwiebeln nicht. Ich mache das mit dem Finger, ich halte jetzt ein bisschen Abstand zu den Winterzwiebeln und mache eigentlich ein kleines Loch, Handbreite Abstand, nächstes Loch, Handbreite Abstand, nächstes Loch, Handbreite Abstand, nächstes Loch. Und somit habe ich eigentlich den richtigen Abstand für die Zwiebeln. So. Die zweite Reihe sagt man 10 bis 20 cm. Ich mache eine große Hand und dann das nächste Loch parallel zum ersten Loch rüber. Zack. Und jetzt kommen die Zwiebeln da rein. Zwiebeln logischerweise mit dem grünen Stück, also mit der Spitze nach oben und das, was Wurzeln hat, nach unten und so tief, dass die Spitze gerade so aus der Erde guckt, beziehungsweise gerade so mit Erde bedeckt ist. Nicht zu tief.
Wie gesagt, Zwiebeln mögen keine Staunässe, deswegen darf der Boden nicht großartig verdichtet werden. Also schön durchhaken vorher. Und bei den Steckzwiebeln nehme ich immer automatisch die großen, kräftigen. Kleine, mickrige, die werden aussortiert, die nehme ich nicht, weil die meistens auch nichts werden. So, Zwiebeln vertragen sich super mit Möhren. Deswegen mache ich hier auch nur zwei rein, weil wenn der Mai nachher kommt, dann kommt da vorne ein, zwei Möhren rein. Die Möhren unterstützen sich gegenseitig mit den Zwiebeln. Also die Zwiebelfliege oder wie sich die nennt, die bleibt weg, wenn die Möhren da sind. Bei den Möhren ist das die Möhrenschädlinge, Möhrenfliegen oder wie der Kram heißt. Also die unterstützen sich gegenseitig. Dementsprechend sollte man Zwiebeln immer in Zusammenhang mit Möhren pflanzen. Zwiebeln dürfen nicht da, wo vorher Lauch war. Also wenn du irgendwo Lauch oder Knoblauch oder irgendwas dergleichen hattest, Zwiebelgewächse, die sollten nicht unbedingt dann dazu gesetzt werden. Allgemein, also Abstand, wie gesagt, habe ich ungefähr eine Handbreite, zwei Reihen, das reicht auf einem Beet von einem Meter. Du könntest hier theoretisch noch zwei weitere Reihen machen, aber wie gesagt, ich möchte ja Möhren da reinmachen. Ja, zwei saubere Reihen und jetzt im Juli, August sprießen die. Ich kann aber auch jetzt schon ernten. Und zwar das saftige Grün der Zwiebel aus dem Herbst herein. Das kannst du auch jetzt schon ernten. Schmeckt super. Kannst du in Salate oder wo auch immer in der Küche verwenden. Du darfst nur nicht zu viel von der Pflanze abzupfen, weil sie das Grün ja braucht. Mmh, lecker. Frisch aus dem Garten und das im März. Ich habe noch ein paar mehr Zwiebeln. Wir sehen uns gleich wieder. Ich will da vorne noch ein bisschen was machen. Dann gehen wir zur nächsten Zwiebelart. Als Alternative zu Steckzwiebeln. Bei Steckzwiebeln braucht man ja viel Fläche, das habt ihr gerade gesehen. Für nur ein paar Zwiebeln kann man sich auch die Winterheckenzwiebel holen. Die Winterheckenzwiebel ist Saatgut, das streust du aus und es wächst als, ja, wie eine Zwiebel, als grüner Halm, aber es bildet nicht unten eine Knolle. Diese Winterheckenzwiebel, ich habe sie hier auf einem Beet von 2 Meter mal 30 Zentimeter. Ich lasse sie da in die Blüte kommen, damit sie sich aussieht, damit nächstes Jahr wieder Neues kommt. Und die sprießt jetzt schon und diese grünen Halme kann man jetzt auch ernten, genauso wie bei der Zwiebel in Salate reinpacken oder zum Kochen, Backen, keine Ahnung, in der Küche verarbeiten. Das Schöne an diesen Winterheckenzwiebeln, die kommen jedes Jahr eigentlich wieder. Und wenn man es noch sich aussehen lässt, sogar noch mehr. Die sind so pflegeleicht in diesem Beet, außer dass du mal ab und zu Unkraut zupfen musst, ne, wenn der Löwenzahn sich wieder ausgebreitet hat, brauchst du eigentlich nichts machen. Die sind total simpel. Also selbst einer ohne grünen Daumen kann sich Winterheckenzwiebeln halten. Du kannst es theoretisch auch in so einem Pflanzgefäß nehmen und da deine Winterheckenzwiebeln reinmachen. Die würden da genauso gut wachsen. Die werden ungefähr, ja, von der Höhe werden die 30, 40 Zentimeter schnell mal hoch. Und wenn sie in die Blüte gehen, dann gibt es einen harten Halm, der dann halt eben bis zu 50 Zentimeter hoch wird. Und dort bildet sich eine, ja, so eine Kugel. Und diese Kugel ist ein super Hummel- und Bienenmagnet. Also das brummt hier immer, wenn das blüht. Und irgendwann wird diese Kugel halt eben trocken, fängt an zu auseinanderzufallen und diese kleinen schwarzen Kügelchen, die da drin sind, die sehen sich automatisch hier wieder aus.
habe ich die letzten Jahre immer super einen Kreislauf gehabt. Also es hat sich immer automatisch hier wieder ausgesät. Und somit habe ich, was das Thema Winterheckenzwiebel angeht, immer saftiges Grün im Garten. Egal zu welcher Jahreszeit. Natürlich, wenn eine Schneemasse drauf ist, dann habe ich nichts. Aber jetzt kann ich mir schon die ersten Halme hier ernten und mit in die Küche nehmen. Das, was ich hier jetzt gerade futtere, nennt sich Etagenzwiebel. Eine alte Sorte. Diese Etagenzwiebel, die ist wie Unkraut und eigentlich sogar noch besser als die Winterheckenzwiebel. Die Etagenzwiebel an sich bildet auch keine Knolle im Erdreich, sondern in Etagen, wie der Name auch schon sagt. Diese Etagenzwiebel, die wächst und wächst und wächst und irgendwann hat sie hier anstatt eine Blüte, bilden sich hier die Zwiebeln und dann wächst sie, wächst sie, wächst sie und es bilden sich wieder Zwiebeln. Diese Pflanze sieht total skurril im Sommer aus, weil irgendwie alles kreuz und quer hier wuchert und wenn das oben zu schwer wird, dann knickt das um, liegt auf dem Boden und wenn der Gartenpapa nicht aufpasst, dann ist im nächsten Jahr alles grün. Ich habe nämlich im letzten Jahr die ein oder andere Zwiebel übersehen und ja, jetzt habe ich so viel Grün, was natürlich vorteilhaft ist. Also diese Winterheckenzwiebel, die Etagenzwiebel, die vermehrt sich gerne selbst, wenn man nicht aufpasst, aber sie ist auch super cool von der Kultivierung, von der Handhabung. Also du steckst diese Zwiebel in die Erde, sie wächst und wächst und jedes Jahr regeneriert sie sich neu durch die Zwiebeln. Du kannst auf kleinem Raum, kannst du immer wieder Zwiebeln haben. Die Zwiebeln werden zwar nicht so groß wie so ein Stuttgarter Riese, eher ja, ein bisschen kleiner als Schalotten, aber trotzdem für die Küche kannst du das super nutzen. Und das saftige Grün, also diese Pflanze kannst du komplett essen. Das saftige Grün ist genauso wie bei der Winterheckenzwiebel, kannst du das halt eben super geil essen. Saftiges Grün im März. Ohne viel Arbeit. Das war's zum Thema Zwiebeln. Ich hoffe, euch hat die Inspiration geholfen. Pflanzt Zwiebeln. Ihr seht, es ist kinderleicht. Sogar der Gartenpapa kriegt das hin. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, müsst ihr mich abonnieren. Das seht ihr unten. Und aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr jeden Samstag ein neues Video. Bis dahin sage ich danke, bis zum nächsten Mal.